Gemeinsam. Ja, das war eine andere Ansage mal. Aber ich wollte jetzt nicht nochmal neu starten, weil ich mich versprochen habe. Peinlich. Ja. Ja, wie ihr letztes Mal gesehen habt, da haben wir uns über hier ein schönes Loch reingesprengt. Naja. Haben wir auch nichts getan, aber dafür machen wir es jetzt zu. Ein bisschen mehr. Aber trotzdem ist das ärgerlich, sehr ärgerlich. Da sowas doch ziemlich aufregt. Und ja. Naja. Böser Creeper. Ganz, ganz böser Creeper. So, erstmal sortieren. So, die Fackeln kommen dahin. Da kommt die hin. Das kommt alles nach oben. Und die kommt dahin. Die tun wir dahin. Und vielleicht dahin. Genau, ich weiß jetzt, wie manche andere Sachen funktionieren. Und ja, so. Das dahin, das dahin und das dahin. So, ist alles richtig jetzt. Jetzt, ansonsten müssen wir mal wieder farmen gehen. Also wieder abbauen. Farmen, abbauen. Bleibt ja nicht für immer so. Oh, ich habe gerade gedacht, ich spawn ja ganz weit weg, wo ich am Anfang war. Aber da ist mir ja eingefallen. Nee, ist ja nicht mehr so. Das war ja, wenn man im Bett kurz reingeht und rausgeht oder zumindest auch wieder was schläft oder so, dann kann man ja spawnt man wieder da am Bett. Checkpoint nennt sich ja sowas auch. Und ja, wir gehen jetzt aber kurz mal woanders hin. Ein Sumpfgebiet, das ist nämlich da hinten. Also der Berg sah so komisch aus, aber so ein Schwein. Und zwar ich möchte so ein paar Dinger und jetzt können wir mitnehmen. Und ja. Schweine töten. Gelobt. Warum sind das scharf geschoren? Naja. Das war was vom Zombie. Das war cool, aber brauchen wir ja nicht. Sieg läuft denn gerade? Nein. Machen wir das an. Das ist ein bisschen besser, denke ich mal. Oh, Pumpkin. Ich schicke mir das mal den Verhalt. Wie sie Gegenchen eher gesagt heißen sollen. Ach, wir können ja rennen. Das hat auch mal so eingefallen. Naja. Aber bauen wir die Kacke mal ab. Weil, soweit ich weiß, kann man die auch anpflanzen, damit es richtig wachsen. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das wirklich so geht. Oder anders machen muss. Ah gut, da unten sind wir ja schon, aber da sind auch welche. Schon gut. Warum ich die hole? Ich weiß nicht, ich möchte die einfach haben gerne. Ja. Ah da! So. Ups. Aua. Gehen aber trotzdem mal runter. Da ich ein paar Pilze sammeln möchte für die Pilzfarm, wenn ich schon gerade hier bin. Hier ist diese Schlucht, die es müsste hier sein, die wir im Part 3 gefunden haben. Und ja, Pilze. Das sind leider nicht die Pilze, die ich auch gerne haben möchte, also noch auch haben möchte. Nämlich die anderen, wo man so ein Pilzhäuschen machen kann. Ja, man kann Pilzhäuschen machen. Aber naja. Wenn was es nicht ist, dann soll es halt nicht so sein. Was testen? Ah, du kommst schon mehr. So, wir gehen aber jetzt wieder zurück. Das reicht. Nein, wir gehen nicht da lang, wir gehen nämlich da hoch. Zack, zack, zack. Ja, das kennen wir noch vom ersten Part. So, tut mir leid für den Husten. Ja, krank, wie immer. Okay, mehr ist aus von mir. Man könnte auch sagen, der Quality ist wirklich immer krank. Ja, den trotzdem noch. Ja, stimmt trotzdem, weil ich irgendwie trotzdem Spaß dran habe. Auch wenn meine Stimme eigentlich ein bisschen anders, immer unterschiedlich klingt, wie ich mir aber. Ich gucke ab und zu mal meine Parts an, oder so ein bisschen zumindest. Wenn ich auf dem PC habe, nicht bei YouTube. Das war ein Pierröchen.
dann höre ich, dass die ab und zu mal ganz anders ist oder so ist. Das ist echt komisch. Und das ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, da war die Stimme ja ganz anders gewesen als jetzt. Okay, hatte auch mit dem Headset zu tun. Aber ja. So. Gehen wir mal zur Truhe, ne? Liebelei. Und da habe ich unsere Tür aufstehen lassen. So, tun wir weg. Weg, weg, weg. Okay, können wir noch gebrauchen. Die tun wir weg, die tun wir weg. War wie den Erdendreck wieder. Wird geschrieben. Moment, muss gucken. Meine Freundin hat geschrieben und sie weiß nicht, dass ich am Aufnehmen bin. Ich glaube, ich sagte das auch lieber nicht. Dann können wir mal diesmal hier behalten. Ach, die Waffe noch behalten. Wir haben jetzt so viel Wolle eigentlich. Meine Freundin guckt jetzt aus Just for Fun Barbie, was ich fertig machen muss. Oh, nicht schlecht. Nee, die hat das jetzt gehört, da bin ich schon. Okay, die gucken mal, wie ich meine Platz. Daher geht das. Wir haben noch 9 hier. Was? Die PC behalten wir. Leute, nochmal. Ey, warum bin ich denn so müde? Wollen wir noch gebrauchen? Genau, jetzt zeige ich mal ein paar Neuerungen, weil wir haben ja Eisen. Weg. Die dahin, die dahin, die dahin. So, hat man von eben geschrieben. Dann gehen wir denn rein, gehen wir hier. Ja, verdammt. Ach, toll, fake. So, gehen wir halt hier lang. Ich sag jetzt nicht, wir sind schon wieder draußen. Dann muss ich nämlich mich übergeben. Und das möchte keiner von uns, ne, liebe Leute. Ich mache auch nur so einen kleinen Raum. Leuchten Sie den hier bitte ein. So, die packen wir mal weg. Ja, so. Und dahin gerne hinsetzen, aber nicht hier, weil der Raum muss ja dunkel sein. Damit die Pilze auch wachsen. Ja, Pilze wachsen auch darauf, das ist das Gute. Und hier in der Ecke hinten ist gut. Damit die Pilze wachsen können. Ich denke mal auch, dass da Gegner bestimmt spawnen werden und alles. Wir machen uns mal vorne noch eine Türe. Damit wir die auch da reinsetzen. Ja, ich bin großzügig. Ich habe einfach meine Türe weit auf. Das andere werden die zumachen. Mhm. Aber ich nicht. Ich doch nicht. Ich bin anders. So. Dann haben wir hier auch mal ein bisschen hin, schon mal. So. Wir müssen noch gar nicht aussehen. So gut aussehen zumindest. Okay. Naja. So. Dann müssen hier hin. Und hier hinten machen wir diese Dinger hin. Weil, wie ich es sehe, ist es echt dunkel. Eins weiter. So, jetzt haben wir alles dunkel hier. Und die Pilze ein bisschen versetzt. Natürlich, aber noch ein bisschen größer. Oder breiter. Denke ich mal, es wäre klüger. So. Ah, woher kommt denn das blöde Licht hier rein? Oh, kurz die Fackel mal weg. Genau hier der hell erleuchtende Raum.
Ah, geht doch. Ich könnte noch ein bisschen größer machen. Obwohl das auch schon zu hoch ist, eigentlich von der Höhe her. Ah, aber ist ja egal. So, reicht das erstmal. So, gehen wir mal hier raus. Ja, was machen wir jetzt? Es kann ja auch nicht so dunkel hier sein. Darf ich so? Egal, so geht's ja. Ein Stack also da. Also, ich wollte euch ja erstmal zeigen, was man alles jetzt machen kann. Also, ihr nehmt Glas. Natürlich, wenn ihr aus Sand macht, ihr Glas. Macht dann so. Drei in der Mitte. Und drei darunter. Ich weiß nicht, ob das auch noch da drüber geht. Gucken wir auch kurz. Was ich weiß. Ach, das geht auch. Kryptier Glasplane. 16 Stück. Was die bewirken, helfe kurz hier dann. Ihr seht, wenn ihr einzeln setzt, ist es so. Macht eins so, sieht aus wie so ein richtiges Fenster. Und die gehen jetzt sogar ganz richtig wieder ab. Das ist schon gut. Und scheiß Kuh. Gehen wir auf den Sack. Also schon mal eine Neuerung. Also wir könnten die hier kaputt machen. Und dann machen wir so. Und das wird zack besser aussehen, sage ich jetzt noch in Anführungsstrichen. Aber es wird natürlich hier noch besser kommen, zur Geltung kommen. Kein Creeper, gut. Ich habe nämlich keine Lust, noch mal einen Creeper zu begegnen, wenn ich hier am, was am Machen bin. Ihr seht, ich kann hier nicht noch einen Stream platzieren, aber man kann zum Beispiel in Ecken. Wenn man sieht, erstens bekommt man mehr, durch 6 bekommt man 16. Und man kann sie wieder abbauen, das ist schon mal sehr gut. Und was ich noch gesehen habe, wer die Free Release gespielt hat, weiß er diese Zäune. Die kann man jetzt so machen. Auch mit 6 wieder. So. Das ist zum Beispiel auch dasselbe Prinzip wie da. Halt dasselbe. Ich kann sie so abbauen. Okay, die brauchen echt lange. Ich habe Feuer getestet. Aber ist ja jetzt egal. Und dafür bauen wir ja gerade ab. So, haben wir das auch. Und es gibt für den Zaun jetzt was ganz Neues. Haben wir welche? Ja, haben wir. Ihr macht hier zwei Holz Wooding Plätzen. Dann nehmt ihr Sticks, davon braucht ihr 4. Zwei dahin und zwei dahin. Und zwar da ein French Gate haben wir. Und direkt mal 2. So, und ich würde sagen, ein bisschen Zaun. Das ist natürlich nur zu testen, also zum zeigen, eher gesagt. So, machen wir das mal hier hin. Sagen wir mal, hier werden wir unser Bambus hin machen. Machen wir das mal hier die 2 frei. 2 dahin. Oh. Machen wir das mal ein bisschen kleiner. Ach, egal. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Mann, dass die Tiere mir aus dem Sack gehen müssen. Und macht ihr zum Beispiel hier eins hin und da eins hin. Man sieht, das bindet direkt an. Und wenn ihr mit linken kann man wieder abbauen. Wenn ihr rechte drückt, zack, tada. Man kann dann hier in der Mitte natürlich auch durch. Ich weiß nicht, warum das dann so ist. Aber es ist wie so ein Zaun jetzt, wenn ihr sowas macht oder Tier, dass ihr nicht wieder irgendwas anderes machen müsst. Schon eine nice Idee. Natürlich, in welche Richtung ihr es öffnet und so. In der Richtung geht das auch auf. Und ja, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Groski, Leute.